Ich will zum Beginn erstmal danken, Frau Ministerin, Ihnen und natürlich auch dem gesamten Ministerium für die gute Zusammenarbeit während der Haushaltsberatungen und der Beantwortung der vielen Fragen. Lieber Reinhard Brandl, auch dir natürlich als Hauptberichterstatter recht herzlichen Dank und an alle Mitberichterstatter auch ein herzliches Dank für die gute Zusammenarbeit. Ich will aber die Gelegenheit auch nutzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Soldatinnen und Soldaten mich bei Ihnen zu bedanken für Ihren Dienst, den Sie für dieses Land jeden Tag erbringen. Sie schützen unseren Frieden und unsere Freiheit, und das ist allen Lobes wert. Zu dieser Wertschätzung gehört natürlich aber auch, dass es wir der Bundeswehr ermöglichen, an Jobbörsen zum Beispiel an Hochschulen teilzunehmen. Und deshalb möchte ich an der Stelle auch mal daran appellieren, an betroffene Mitglieder und nachgeordnete Parteiorgane von hier vertretenen Fraktionen, vielleicht da mal das Gespräch mit Jugendorganisationen zu führen. Denn es ist wichtig, dass unsere Truppe hochqualifiziertes Personal anwerben kann. Und dann ist es schlecht, wenn bestimmte Hochschulgruppierungen das permanent verhindern. Die Ausrüstungssituation, liebe Kolleginnen und Kollegen der Truppe, und die Herausforderung der internationalen Sicherheit, und ich will das hier am Anfang noch mal klipp und klar benennen, macht für uns Freie Demokraten einen kontinuierlichen Mittelaufwuchs bei der Bundeswehr absolut nötig. Das stellen wir hier in keinster Weise in Frage. Aber, Frau Ministerin, wie ist die aktuelle Situation? Und der Kollege Brandl ist darauf kurz eingegangen. Natürlich könnte man bei einem ersten Blick auf die Vergangenheit und die Aufwüchse im Verteidigungsetat zu dem Schluss kommen, dass das schon hervorragende zusätzliche Mittel sind. Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass diese Steigerungen ja leider immer erst auf den letzten Meter erzielt worden sind. Ein kontinuierlicher Aufwuchs und damit eine Planung von großen Rüstungsprojekten wird damit durch Ihr Verhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition, verhindert. Und das gilt es, Frau Ministerin, endlich abzustellen. Und ich bin da bei Weitem nicht so optimistisch wie der Kollege Dr. Brandl, denn der Blick in die Zukunft in Ihren mittelfristigen Finanzplan zeigt doch, dass es genauso weitergeht. Die Mittel stagnieren nicht nur, sondern sie gehen sogar absolut zurück. Das trifft übrigens noch viel extremer auf die NATO-Quote zu. Damit verhindern Sie, dass große, wichtige Investitionsprojekte, wie zum Beispiel der schwere Transporthubschrauber, endlich eingeführt werden können und damit die Truppe auch versorgt wird. Und noch extremer wird es natürlich in so einem Etat, Frau Ministerin, wie bei Ihnen, wo wir über eine Personalquote von 43% sprechen. Denn das zeigt, dass auch bei stagnierenden Mitteln immer weniger für Beschaffung zur Verfügung steht als in den aktuellen Jahren. Und deshalb muss endlich die Trendwende erreicht werden bei der langfristigen Mittelausstattung Ihres Etats. Ich will auch an der Stelle noch mal darauf hinweisen, wenn Sie jetzt zum NATO-Gipfel fahren, ich glaube nicht, dass Sie so viel Schulterklopfen bekommen, wie das hier angekündigt worden ist, denn die Partnerinnen und Partner sehen, dass wir uns eben auf das 1,5%-Ziel, das Sie für 2024 angekündigt haben, in keinster Weise zuarbeiten. Viele Investitionen und Gelder in diesem Haushalt, viele Projekte sind nicht mit Mitteln hinterlegt in der mittelfristigen Finanzplanung, sind also Nullbuchungen in diesem Haushalt, und das muss man auch den Soldatinnen und Soldaten klar sagen. Uns ist aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass ja Mittel alleine kein Selbstzweck sind. Es bringt ja nicht, den Trichter immer größer zu machen, aber den Trichterdurchfluss genauso eng zu lassen. Und deshalb ist die Frage der Effizienz des Beschaffungssystems und auch die Effektivität, nämlich das, was am Ende bei der Truppe ankommt und wie viel die Truppe zur Verfügung hat, nach wie vor mehr als verbesserungswürdig. Und das lohnt ja auch ein Blick in den aktuellen Bericht zur Einsatzbereitschaft der Waffensysteme. Es ist ja eigentlich als geheim eingestuft, aber wir konnten es ja diese Woche alle in der Presse nachlesen. Und wenn man sich die Zahlen sich noch mal anschaut, die jetzt veröffentlicht worden sind, dann stellt man fest, dass sich an dieser Einsatzbereitschaft überhaupt nichts getan hat in den letzten Jahren. Und es ist genau das, glaube ich, was die Soldatinnen und die Soldaten auch umtreibt, dass wir hier zwar hier über große Summen reden, die immer wieder in den Haushalt eingestellt werden, aber am Ende bei den Soldatinnen und Soldaten eben viel zu wenig ankommt. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf eins hinweisen, Frau Ministerin. Ich habe auch große Bedenken, meine Fraktion hat große Bedenken, dass aufgrund dieser Diskussion auch der schon bestehenden Systeme und der Fortführung, dass dadurch der Blick verstellt wird für die
entscheidende Frage für die Zukunft, nämlich bei Digitalisierung der Truppe und bei den möglichen Cyberangriffen auf unser Land. Wir sind dazu noch viel zu wenig nach vorne gegangen. Wir brauchen da noch viel mehr Investitionen, viel mehr Engagement der Bundesregierung. Wir drohen wirklich hier den Anschluss zu verlieren und dort wieder mit den Partnerinnen und Partnern auf Augenhöhe auch kommunizieren zu können. Und deshalb möchte ich Sie nochmal nachdrücklich bitten, da endlich Gas zu geben. Nicht der schönste Panzer entscheidet in Zukunft die Gefechte, sondern die richtigen Kommunikationssysteme.